So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall Multiplayer. Ist jetzt ein Tag her, seit ich gespielt habe, also gestern halt das letzte Mal. Das Spiel ist vorbei, hammer geil, ja. Lass ich gleich weiterlaufen hier. Weil ich auch noch kurz was ansagen wollte. Und zwar, war es ja in den letzten paar Folgen so, dass... Oh, Top Challenges, jawohl, eine Runde mehr bekommen, ja, so sieht's aus. Dass da der Ingame-Sound etwas zu laut war. Ich bin nämlich wieder auf Fraps umgestiegen, bei den Aufnahmen, wo das halt so scheiße war. Und bei Fraps war dann mein Headset-Mikrofon als Mikrofon ausgewählt und nicht mein Aufnahmemikrofon hier. Deswegen war das da vom Sound her halt ziemlich scheiße, also ich war kaum zu verstehen. Für die das schade fanden, tut mir leid, die das eher besser fanden, so gern geschehen. Aber ich fand es persönlich schade, dass ich das so verkackt habe. Das Problem ist natürlich auch jetzt wiederum, ich kann nicht gucken, ob das vom Sound her passt, weil, naja, ich jedes Spiel hochladen will, auch wenn ich das glaube ich schon verkackt habe, weil bei dem einen habe ich die Aufnahme glaube ich verschissen, also die ist komplett weg. Aber ansonsten will ich versuchen, alles aufzunehmen. Ja, und wenn das dann so scheiße läuft... Ich habe den Faden verloren, weil ich auf meinen zweiten Bildschirm geguckt habe. Das ist scheiße. Wo war ich gerade? Scheiße. Ja, jedenfalls... Genau, ich kann natürlich keine Testaufnahme einfach so machen, um zu sehen, ob die Lautstärke passt. Das muss ich alles in-game natürlich dann regeln. Und das ist nervig. Deswegen tut es mir leid, wenn hier der Sound immer noch nicht stimmt, wenn ich diese Aufnahme hier fertig habe. Mal nochmal kurze Pause, guck, wie das geworden ist, ob es was geworden ist. Und nimm dann entsprechend Einstellungen dran vor. Oh, das Laden ging ja mal richtig fix, geil. Ja, immer noch die Standardklassen, da will ich auch noch ein klein wenig was dran rumdrehen, klein wenig was dran ändern. Und es hört sich jetzt gerade schon verfickt leise an. Da sehe ich schon an. Jawohl, sehr schön. Fing ja mal gar nicht so schlecht an, bis das jetzt kam. Ja. Wunderbar, und das leckt gerade übelst. Oder relativ heftig. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da konnte ich gerade noch so entkommen. Ja, das war scheiße. Oh. Ja, genau. Und so. Oh Mann. Ich hab den geilen Granaten, fällt mir gerade mal so auf. Ups. Ui. Der hat mich doch fast selbst noch mit in den Tod gerissen. Achso. War doch einer. Habe ich mich doch nicht versehen da. Ich kann immer nur wieder sagen, wie froh ich darüber bin, dass die überhaupt nichts können. Danke. Alter, trotzdem sehe ich hier gerade keine feindlichen Feinde. Das macht so vorne und hinten keinen Sinn, die Aussage gerade. Ja. Oh, Verbündeter. Ups! Ah ja, komm, fick dich mit deinem Scheiß-Titan da. Oh Mann, ich glaube hier noch muss ich erstmal wieder die Game-Lautstärke lauter stellen, weil ich glaube jetzt ist sie gerade zu leise. Oh, geil, ja, super geil. Oh Mann, ey. Läuft jetzt gerade hier aber auch mal so... wenig bis gar nicht irgendwie, ne? Oh, verdammt, ja, geil.
leider. Geht zu Gold. Super. Das sollte so sein. Nein! War doch ein feindlicher! Jawohl! So, ich bin an Bord. Hallo! Und geduckt. Juhu! Bam! Jawohl, sah zwar unlogisch aus der Kick, aber ups. Hat gesessen. Oh, ich liebe diesen Minion-Detektor, ne? Der ist richtig geil. Oh, und mein Titan hat hier einen Autokill gemacht. Geil. Das freut mich. Oh, da habe ich aber... Weg mit dir. Jawohl. Weg mit dem Spectre hier. Oh, Titan hinter mir. Hammer geil. Und weg. Aber ja, der ist abgehauen rechtzeitig noch. Und gleich auf dem nächsten Titan Rodeo. So, dann nehmen wir den hier mal auseinander gerade. Ah, egal, er hat mich noch gekillt, aber ich habe seinen Titan gedoomt. Das ist doch immerhin auch was. So, wie geht's hier? Oh, Verbündeter, verdammt. Ich mach lieber hier einen Abflug. Jawohl, habe ihn noch hier gekillt. Bekommen. Fuck. Scheiße, den habe ich auch noch angefickt. Ganz gekillt bekommen. Jawohl, Titan Killer. Jawohl, und entkommen. Sehr schön, das hat auch noch geklappt. Wunderbar. So. Okay, 3 zu 5 ist jetzt nicht unbedingt so Bombe. Und wir haben auch verloren, aber Teambester immerhin. Knapp. Und bei den Gegnern wäre ich vorvorletzter, aber egal. Egal. Das ist nicht so wichtig. So, Arc Cannon, Titan Primary. Sieht geil aus. Aber ich finde eigentlich diese 40mm Kanone viel zu geil, um die wechseln zu wollen. Er wollen Titan mit dem Raketenwerfer gekillt. Fast 100 Spectres schon, noch 2 Runden. Dann habe ich schon die 25 Runden. Mehr habe ich noch gar nicht. Pass auf, hier, da haben wir Arcanon. Also Bulldog. Mhm. Dann nehmen wir einfach mal hier und fertig ist die Geschichte. Jedenfalls beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titanfall. Ich habe jetzt immer noch nicht mir die Aufnahme von eben angesehen. Geil, dass ich das vergessen habe. Muss ich unbedingt gleich dran denken, sonst wird das ein bisschen scheiße. Aber ich kann ja mal eben ganz kurz Options, Lautstärke ein bisschen hochbringen, um die anzupassen. Mal sehen, wie es jetzt ist. Wenn es jetzt besser ist, dann kann ich es sogar gleich so lassen. Wenn es schlechter ist, naja, blöd gelaufen. Erstmal hier den Turm hacken, weil wir es können. Das ging ruckzuck. Geil. Die Spectre.
okay, hier oben kann man gar nicht rein. Schade. Da muss ich hier rüber rein. Ja, wunderbar. Ein Kill gemacht sogar. Und wir führen, ja. Möchte ich nur mal hier gesagt haben. Wir führen. Und der nächste Pilot ist tot. Jawohl. Nein! Scheiße, kam da noch einer mehr. Fuck. Aber so langsam habe ich auch den Dreh raus, wie viel die Spectres und alles aushalten. Wie ich sie am besten treffe und alles mögliche. Ich brauche ja auch erstmal ein bisschen Zeit, bis man da rein ist. Okay, das war jetzt blöd. Juhu, Titanfall. Guck mal, geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, den habe ich auch erledigt bekommen. Jawohl, es läuft es auch wenigstens ein bisschen. Ich muss nur ein bisschen auch darauf achten, wie die Munition abkommt. Aber ne, passt. So, den Turret schicken wir uns hier auch mal. So, dann mal hier ein bisschen Titan Power. Headshot wäre auch nicht schlecht, ey. So. Weiß ich damit noch was mit? Jawohl. Das war noch etwas. Oh, 6:1. Sehr schön, sehr schön. Dieses Mal habe ich auch viele gefunden und konnte was gegen die unternehmen, weil meistens oder häufig hatte ich das halt, dass die einfach von hinten kommen. Und das ist dann echt pissig. Wenn man da nicht aufpasst, so wie ich, meistens, dann kann man einfach nicht fett auf die Fresse. Boah. So, den Turret hier hacken wir auch mal. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zu abgelegen. Und wir da einmal führen die wieder, ja geil. Okay, das ist dann natürlich scheiße gelaufen, aber was jetzt machen? Ausgang, Ausgang, hallo? Komm, zeig dich. Ah, Arsch. Versuchen wir es mal von hinten. Aber ne. Naja, immerhin noch so einen bekommen hier. Was? Whoa.
Wall ist ready, sehr gut. Merke ich mir. Getroomt. Ah, schade, hätte ich den erwischt, das wäre cool gekommen. Ah. Das ist all units return to HQ. We are terminating this mission effective immediately. Mission aborted. Proceed to nearest evac point for evacuation. So, komm, hier schnell hacken. Dann haben wir noch den Turm zur Verteidigung ein bisschen. Das glauben wir jetzt hier weg hier. Bevor sich ein Gegner überlegt, hier hinzulaufen. Okay, die werden bald kommen, aber trotzdem. Ach ja, 14 Sekunden noch. Alter, WTF, was ist das denn? Das sieht ja mal voll hässlich aus. Alter, für so ein Mutantenviech. Oh, so komme ich da nicht hoch, alles klar. Jawoll. Ah, sehr schön. Entkommen zwar verloren, aber entkommen sind überhaupt noch Gegner am Leben. Nur noch einer war übrig, alles klar. Ja, kein Wunder. Aber 6:1, mein bisher bestes Ergebnis von der KD her. Nicht schlecht. Ja, jetzt mag ich die Map. Ich glaube, ich habe sogar insgesamt die beste KD, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Sehr schön, sehr schön. Hier ganz schnell eben EP und so, damit ich das noch schaffe mit dem Rausgehen. Challenges. Bam, bam. Wunderbar. Alles klar, dann mache ich hier, beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.